Wir leben Wrestling. Wargames-Matches für Survivor Series angekündigt. Wie TheRinger.com bekannt gab, sollen bei der diesjährigen Survivor Series mehrere Wargames-Matches stattfinden. So habe Triple H dem Portal verraten, dass es sowohl zu einem Wargames-Match für die Damen als auch einem für die Männer kommen wird. Dabei soll es sich nicht um Raw vs. SmackDown-Matches handeln, sondern der Aufbau soll aus einer Storyline heraus entstehen. Gründe für Logan Paul Match bei Crown Jewel bekannt. Bei der diesjährigen Ausgabe von Crown Jewel wird es zu einem Aufeinandertreffen von Roman Reigns und Logan Paul kommen. Laut Dave Meltzer soll diese Entscheidung auf den saudi-arabischen Prinzen zurückzuführen sein. So wolle dieser zukünftig mehr Celebrity Matches bei den Saudi Arabian Shows der WWE. Demnach erhoffe sich der Prinz durch den Auftritt eines Logan Paul ein höheres mediales Interesse an der Show und somit auch für das Land. Trish Stratus benötigte Notfalloperation. Wie Trish Stratus über Instagram bekannt gab, musste sie sich im Laufe der vergangenen Woche einer Notfalloperation unterziehen. Demnach habe sie bereits seit Montag unter starken Schmerzen gelitten, die sie zunächst für Krämpfe gehalten habe. Als diese am Dienstag schlimmer wurden, habe sie sich dazu entschieden, in die Notaufnahme zu fahren. Dort habe sich herausgestellt, dass ihr Blinddarm kurz davor war, zu platzen, was im schlimmsten Fall tödlich geendet haben könnte. Mittlerweile sei die Hall of Famerin wieder wohl auf und wolle ihre Fans daran erinnern, starke Schmerzen im rechten Unterbauch ernst zu nehmen. Hulu-Deal der WWE vor Ablauf. Laut Mike Johnson läuft der Deal der WWE mit dem Streamingdienst Hulu am 24. September diesen Jahres aus. Zwar sollen schon Gespräche über die Verlängerung des Deals stattgefunden haben, zu einer Einigung soll es jedoch noch nicht gekommen sein. Zu den WWE-Inhalten auf der Plattform, die mehrheitlich Disney gehört, zählen unter anderem Raw, SmackDown, NXT, 205 Live, Main Event, NXT, Level Up sowie die Reality-TV-Shows Total Divas, Total Bellas und Miss and Mrs. Sollte es bis Vertragsende zu keiner Einigung kommen, würden all diese Inhalte von der Plattform verschwinden.